Wir haben es wirklich geschafft. Ob die Leute hier nett sind? Hier greift uns sicher keiner an, Hugo. Diese Stadt wird von dem Grafen der Provence beschützt. Er ist ein mächtiger Seigneur. Ich muss sagen, das ist wunderschön. Seid ihr sicher, dass der Alchemist uns erwartet? Nun ja, Magister Vaudin sagte mir, er würde uns ein Haus bereitstellen. Ein ganzes Haus? Ja. Der Orden ist schon sehr alt. Sie besitzen Häuser und vieles, vieles mehr. Sie bauten das Labor deiner Mutter und sogar das Château d'Ambrage. Ja, toll, dass sie uns ein Haus geben. Sie machen es, weil du wichtig für sie bist. Würden uns Eure Majestät erlauben, Ihnen diese Stadt begleiten zu dürfen? Ich erlaube es. Wildfleisch, Schwein! Frisch aus den Flüssen! Wow. Ist das ein Jahrmarkt? Dreh ruhig eine Runde mit ihm. Danke. Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Die Wetterfahne trägt einen Phönix. Verstehe. Und bitte, sei vorsichtig. Gefällt dir hier etwas? Mir gefällt hier alles. Komm, es gibt sicher noch viel mehr zu sehen. Was machen wir zuerst? Naja, was willst du denn sehen? Alles. Dann los. Hallo und herzlich willkommen zu A Plague Tale: Requiem, Folge 2. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Schweinchen! Gebratenes Fleisch! Kommt und probiert! Warum so schnell? Alter, dieses Spiel flasht mich. Das flasht mich richtig. Das ist ja mal der Hammer! Victor von Arles heißt alle zum Jahrmarkt von Saint-Jean willkommen. Genießt auf dem Markt Waren aus der Region und von weit her. Macht Schnäppchen auf der Fischauktion und spielt kostenlos eine Runde unseres Wurfspiels. Morgen findet der lang ersehnte Rindermarkt statt. Kommt alle zur Auktion. Graf Victor von Arles wünscht euch allen einen schönen Saint-Jean-Markt. Kann man dieses Wurfspiel spielen? Bin dabei. Mir ansehen. Unsere Vorräte gehen zur Neige. Der Jahrmarkt ist noch größer als letztes Jahr. Das ist nur vorsorglich geschlossen. Wegen der Schweine aus der Arena, weißt du? Oh ja. Ich habe gehört, alle Tiere aus der Arena seien weg. Alle todkrank. Der Gestank dort ist unerträglich. Also, wenn ich schon die Möglichkeit habe, dann erkunde ich erstmal. Ich finde dieses Spiel ganz schön viel Fisch. So. Wir können mit Mutter herkommen, um das Abendessen zu besorgen. Oh ja, kaufen wir ganz viel. Die Fischauktion beginnt bald. Nimmst du nicht teil? Nein, ich bin wegen der Viehausstellung morgen hier. Ich finde das so unfassbar geil. Alter, ich habe es in der letzten Folge schon erwähnt und ich sag's nochmal. Es gab bis jetzt kein Spiel, das mich so geflasht hat wie dieses. Hast du gesehen? Was? Die Leute hier. Sie sind glücklich. Ah. Ja, stimmt. Sieh nur, da oben. Das Haus mit der Wetterfahne. Das ist unser Haus. Oh, genau über dem Markt. Ja, der Ausblick wird fantastisch. Wohin laufe ich denn jetzt? Schwerter. Willst du keins haben? Nein, ich mag sie immer noch nicht. Aber du weißt, wie man kämpft. Schwerter. Fürsten und Kämme töten. Aus Florenz. Probiert sie aus. Kommt man dadurch? Nee. Okay. Gibt nur einen Weg. Mademoiselle, wie wär's mit einer neuen Frisur? Danke, aber ich mag meine Haare so. Oh, wunderbar. Das Haar einer Frau ist ihre natürliche Krone. Schön gesagt. Dein Haar ist hübsch so. Danke vielmals, mein Herr. Dieser Wein. Ein Geschenk für euren Vater vielleicht? Er ist tot, aber er liebte diesen Wein. Dann war er sicher ein guter Mann. Das war er. Danke. Ja, das sind ja richtig hübsche Möbelstücke hier.
So einen Schrank hatte ich auch. Ich habe mich oft drin versteckt. War ja klar. Sieh mal, Blumen. Würzkräuter, Salben. Oh, Ringelblumen, Primeln. Na, du kennst dein Herbarium gut. Nur Blumen, hat Mama mir beigebracht. Die waren in einem Buch drin. Wollt ihr also Blumen kaufen? Danke, aber wir pflücken sie lieber selbst. Das ist eher unser Ding. Ich verstehe. Viel Spaß. Ja, komm. Sehen wir uns den Rest an. Klar. Gute Idee. Bewundert diese Farben. Bewundert sie aus nächster Nähe. Nur die Rot- und Gelbtöne. Die sind wunderschön. Danke. Ich stelle sie selbst her. Kannst du spielen? Nein, ich hatte nie die Zeit, es zu lernen. Aber sie ist ziemlich gut. Ich könnte spielen. Eines Tages werde ich es lernen. Prächtige Rot- und Gelbtöne. Ach so, ein Feuerspucker. Habe ich auch schon in Live gesehen. Vier Kisten gibt es eine fünfte. Kommt! Spielt kostenlos! Der Graf von Aal lädt alle Gäste ein! Ein Spiel! Wie wär's, Mademoiselle? Ihr seht aus wie eine Gewinnerin! Ist sie auch! Also gut, wie geht das Spiel? Ihr habt vier Würfel, um so viele Würfel wie möglich umzuwerfen. Verstanden? Klar doch! Bereit? Mit Vase. Ja, auf dem Rummel, Amicia! Kinderspiel! Los! Haha! Ja! Du bist toll! Das war knapp! Noch da ganz hinten werfen. Nicht aufgeben! Ach komm! Die paar hätten jetzt auch noch fallen können. Gut getroffen! Natürlich! Was dachtest du denn? Heute war noch niemand besser. Und das ganz ohne Schleuder. Wir müssen langsam los. Danke. Wiedersehen. Die beste Spielerin. Hm. Gut. Jo. Das nenne ich einen Fisch. Als Angelegenheit. Es sollte gleich da oben sein. Oh, wollen wir uns mein Zimmer teilen? Willst du nicht dein eigenes? Hm, ich weiß nicht. Dann könnten wir uns gegenseitig in unsere Zimmer einladen. Ja, ich mag es hier. Ich auch. Wir sehen uns nach meiner Wache, ja? Sicher. Du bist doch ständig im Dienst. Ich weiß. So ist es nun mal, seit der Graf dem Hauptmann mehr Macht überlassen hat. Alter. Ist es seine Mutter oder seine Frau? What the fuck? Das Verhältnis hat ja mal gar nicht gepasst. Weder von der Stimme noch vom Alter. Oh, da spielt jemand Musik. Oh, ich kann nicht sehen. Hey, weißt du was? Ich trage dich auf meinen Schultern, ja? Oh ja, bitte. Hoch mit dir. Na, alles klar da oben? Ja, ich kann alles sehen. Ja! Klasse! Die Musik ist komisch. Ja, klingt aber toll. Sehen wir uns das Haus an. Oh, schon? Ja, Mutter wartet sicher schon auf uns. Ich würde gerne noch bleiben. Wir kommen wieder.
Die Leute hier, sie scheinen nichts über die bösen Dinge zu wissen. Böse Dinge? Alles, was da draußen passiert. Sie wissen davon. Aber sie fühlen sich hier sicher. Das wirst du auch. Das hoffe ich doch. Ich meine, hallo? Hör zu, ich lass dich wieder runter. Danke. Wir sollten uns ein wenig beeilen. Ja, ich will endlich das Haus sehen. Wie groß es wohl ist. Ich hoffe nur, es gibt echte Betten. Hoffentlich sehe ich den Markt vom Zimmer aus. Du bekommst das Königszimmer. Natürlich. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Der Tag war ganz schön lang. Also so weit habe ich noch nicht gespielt. Das war tatsächlich nur bis zu diesem einen Fluss da in Folge 1. Bis dahin hatte ich kurz gespielt, aus Versehen. Ein kleiner Aufnahmefehler. Einerseits. Aber so weit sieht das Spiel echt geil aus. Und wie war's? Es gab einfach alles. Stimmt. Wir müssen unbedingt zusammen hin. Klar, wir brauchen frische Pflanzen. Sieh mal. Ich glaube, wir haben ein neues Zuhause. Ja, Zuhause. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Ich mag es hier. Und ich glaube, jemand braucht ein Nickerchen. Ich bin nicht müde. Klar, sehen wir uns drinnen um. Das ist unsere Tür. Alter Schwede. Sieht ruhig aus. Und hier ist es kühler. Schön. Wollen wir reingehen? Ja, nach dir. Wir sind da, Hugo. Unser neues Zuhause. Sehen wir es uns an. Ja. Na gut, wir machen es später. Mutter, wo ist Hugos Zimmer? Er ist todmüde. Oben rechts. Das Bett ist gemacht. Danke. Na komm, du Schlafmütze. Du musst mitkommen, Amicia. Wohin? Zur Insel. Du wirst dort auch geheilt. Geheilt? Ja, das wäre wirklich schön. Das wird es. Du grübelst zu viel. Manchmal sollte man lieber seinen Gefühlen vertrauen. Ich versuch's, aber ich kann den Sinn nicht verstehen. Stoffe folgen natürlichen Gesetzen. Die Makula ebenfalls. Vergiss den Sinn, Lukas. Bleib einfach menschlich. Vielleicht bin ich ja nicht besonders gut darin. Das bist du. Deshalb hast du Zweifel. Hugo! Hugo, nicht! Sie werden! Ich habe es für ihn getan. Und ich will euch wieder töten. Ich will euch alle töten! Amicia! Amicia! Hat er einen Albtraum? Die Makula. Der Schock. Sie muss wohl deswegen erwacht sein. Es sind 6 Monate vergangen, seit er die zweite Schwelle überschritten hat. Sein Blutkreislauf ist noch sehr empfindlich. Amicia, suche zusammen mit Lukas in der Stadt nach Magister Vaudin. Findet ihn bitte. Er soll kommen, und zwar schnell. Verstanden. Amicia. Ich weiß. Wir passen auf. Alles nur wegen dieser Bauern. Ich hätte niemals... Oh. Du bist nicht schuld. Wie kannst du dir das sicher sein? Du kannst nicht bestimmen, was in seinem Blut passiert. Die Makula passt sich an und lässt den Träger verschiedene Schwellen überschreiten. Wird Magister Vaudin ihm wirklich helfen? Der Orden erforscht die Makula bereits seit Jahrhunderten. Wenn sie es nicht schaffen, dann wohl niemand. Gott, behüte ihn. Warum ist Vaudin noch nicht aufgetaucht? Ich glaube, er ist bloß unaufdringlich. So funktioniert der Orden. Jemand muss ihn doch kennen. Fragen wir nach. Da muss man immer aufpassen, dass man nicht den Falschen fragt. Stadtwache.
Ich frage mal. Hallo? Verzeihung, wisst ihr vielleicht, wo wir Magister Vaudin finden können? Ich kenne Monsieur Vaudin, aber kein Magister. Versucht es auf dem Marktplatz. Dort gibt es ein paar Floristen, die ab und zu mit ihm zu tun haben, glaube ich. Vielen Dank. Gut, immerhin etwas. Ach, ich hätte es wissen müssen. Natürlich benutzt er öffentlich nicht seinen Ordenstitel. Wir sind vorhin am Floristen vorbeigekommen. Er ist irgendwo auf diesem Marktplatz. Verzeihung, wir suchen den Stand des Floristen. Hinter euch, genau auf der anderen Seite des Marktes. Danke. Ich wusste das eigentlich noch, aber ich weiß nicht, warum ich da nicht vorbei direkt reingelaufen bin. Okay, da beten welche. Das ist ein Herr? Würde er sagen, das ist eine Sie? Hallo. Oh, ihr seid es. Wollt ihr ein paar Blumen für den Kleinen? Eigentlich suchen wir nach Monsieur Vaudin. Ist er nicht Stammkunde hier? Er ist ein Kunde meines Mannes. Er verkauft ihm seine Heilkräuter. Ah. Aber Martin müsste beim Brunnen sein. Sagt ihm, dass ihr von mir kommt. Er hat eine braune Tunika an. Braune Tunika. Danke für die Hilfe. Der Brunnen. Mhm. Ich habe ja viel gesehen hier in der Zeit, aber keinen Brunnen. Das ist ein Brunnen. Braune Tunika. Recht offensichtlich eigentlich. Durchs Laub erstmal durch. Ihre Frau schickt uns. Ach, was will sie denn jetzt? Ich mache hier gerade sauber. Es geht nicht um Sie. Wir suchen Monsieur Vaudin. Den? Er bleibt gern ungestört. Genau wie ich. Hör zu, mein Bruder ist sehr krank. Wir brauchen ihn dringend. Na gut, na gut. Ich weiß nicht genau wo, aber er lebt dort hinten in der Nähe der Arena. Erzählt ihm nicht, dass ich es euch verraten habe. Keine Sorge. Vielen Dank. Gut, verschwenden wir keine Zeit. Die Arena ist ja so unauffällig. Ganz schön viele Häuser. Wie sollen wir ihn bloß finden? Es liegt Ärger in der Luft. Das spüre ich. Oh je. Wenn ich das schon höre. Ein Armenviertel. Der Orden ist nicht arm. Warum sollte ein Magister hier leben? Er versteckt sich? Gut möglich. Amicia, das Symbol an der Wand. Der Orden? Ja, dort muss er sein. Kein Schritt weiter. Der Zutritt ist verboten. Aber warum? Weil der Graf der Provence es so will. Weitergehen, bitte. Ich muss da unbedingt durch. Schon gut, komm. Wir gehen um die Arena herum. Natürlich doch. Wir haben keine Zeit, uns mit Soldaten zu streiten. Sehen wir uns mal um. Stimmt. Entschuldige. Da ist eine Tür. Ja. Huch. Esel. Also, bereit, das Gesetz zu brechen? Schon wieder. Komm schon. Okay. Ladebildschirm. Heller Ladebildschirm. Ist das... Der Biss, ja. Die Arena wurde abgesperrt. Sie lassen sie hier sterben. Es fängt wieder an. Es fängt nicht an. Es breitet sich aus. Hugo, wir brachten es her. Finden wir Magister Vaudin, wenn er nicht schon tot ist. Unfassbar, dass man sie hier verrotten lässt. Diese Menschen wirken arm. Sie müssen aus dem Armenviertel sein. Hat denn niemand ihr Verschwinden bemerkt? Kümmert wohl niemanden. Mag sein. Sind ja nicht sonderlich viele Vene, ne? Dann gehen wir mal rein. Sind ja nicht sonderlich wenig, die hier liegen. Meinst du, die Symbole führen uns zu ihm? Ja. Sieh mal, da oben, eine Öffnung. Wir müssen da irgendwie hochklettern. Dann machen wir das mal. Der könnte helfen. Ich helfe dir. Ist das ein Phönix oder was ist das? Nee, das ist Hühner. Da! Wenn Vaudin hier ist, hat er ein Problem. Er kennt den Biss. Er meidet wohl die Kranken. Lukas, falls diese Leute alle gebissen wurden, heißt das...
vielleicht nicht. Jemand könnte ihn auch eingeschleppt haben. Jemand. Wer könnte das wohl gewesen sein? Stimmt. Psch, was jetzt? Wo ist er? Sprich! Ich kenne ihn nicht. Wirklich. Du Stück. Nicht gut. Er trägt einen Helm. Ich kann nichts tun. Was machen wir? Gehen wir vorbei. Kein Mucks. Du bist allein und ich habe alle Zeit der Welt. Sag's mir einfach. Bitte, lass mich gehen. Dieser Schläger ist kein Soldat. Er trägt eine Uniform. Nicht ein. Nein. Wie viele denn noch? Ich muss unseren Mann finden. Dann könnte ich eine Belohnung beanspruchen. Das haben sie ja geändert. Er wird uns sehen. Ich locke ihn weg. Bedank dich beim beschissenen Graf. Ja, verzieh dich nur. Was macht hier solchen Lärm? Überlegst du. Ein Topf. Wir haben einen Topf bekommen. Cool. Luft ist rein. Irgendein Zeichen vom Arzt? Oh. Ich hab nichts gehört. Ein Arzt? Nein, dieser wurde aber nicht versteckt. Und der Boss kommt bald zurück. Scheiße. Sie suchen auch nach Futter. Sie denken, er wäre Arzt. Oh, na klasse. Also wenn er hier ist, dann hat er aber nicht viel unternommen, um diese Leute zu heilen. Die sind ja ärmer als wir. Nicht eine Münze. Dann hör auf zu plündern und such den verdammten Alchemisten. Irgendwer findet ihn schon. Der hat uns schon fast gesehen. Der hat jedenfalls etwas gesehen. Ich hab schon den Topf, aber mehr liegt hier auch nicht rum. Schön weiter gucken. Schön weit weg gucken. Auf jeden Fall den richtigen Weg. Gehört. Was so? Da hat sich was bewegt. Okay, schnell weg hier. Ganz schnell weg hier. Ich habe schon Halluzinationen. Oh, ja, das stinkt. Oh, was zur Hölle? Schlecht. Nein. Bitte nicht. Jetzt wisst ihr, was hier so stinkt. Dort geht es wieder ins Innere. Wir müssen etwas finden, um da hochzukommen. Schnell. Das Schwein lebt noch. Da ist so ein Ding auf Rädern, aber es ist nicht hoch genug. Ich glaube, die haben damit Leichen transportiert. Na toll. Ich sehe, was wir brauchen. Achso. Der Käfig da oben sieht groß genug aus. Er ist voller Leichen. Sieh nicht hin. Boah, ist das widerlich. Das sagt ein Krankenpfleger noch dazu. Das arme Schwein. Ein Massaker. Wir brachten es her. Sie starben wegen uns. In Guyenne geht es weiter. Es breitet sich schon aus. Ja, aber sie wurden nicht mal gewarnt. Das hätte auch nichts geändert. Naja, das müssen ja nicht wir hergebracht haben, ne? Kann ja sonst wer gewesen sein. Wir schnell. Schon so viele Tote, als ob es uns ein Schritt voraus wäre. Ja, aber die wurden nicht gefressen. Sieh mal, ich glaube, die haben die Toten gezählt. Da ist ein Messer. Oh, steckt fest. Komm schon. Naja, gehen wir weiter. Hier entlang. Bitte. Nicht mit dem Messer töten. Ich habe keine Wahl. Es ist leise und schnell. Das brauchen wir jetzt. Na gut. Musst du wissen. Jetzt.
Sie wissen doch gar nicht, wer sie verfolgt. Oder ob sie verfolgt werden. Es wird ja nur der Magister gesucht und nicht, mein Gott, und nicht sie. Also. Schau mal da drüben. Noch ein Symbol. Gut, aber Lukas, wenn die Leute hier krank wurden, heißt das, dass jemand gebissen wurde. Keine Spur eines Angriffs. Noch nicht. Naja, gehen wir. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit der zweiten Folge Requiem. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und ein Abo freuen, damit, um keine Folge mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.